Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen dürft ihr übrigens sagen. Alles, was man kann und darf, nutzen wir voll aus. Herzlich willkommen. Ich freue mich so, diesen Gottesdienst mit euch feiern zu können. Am Ende dieses verrückten, wilden Jahres sitzt eine alte Dame auf einer Parkbank und redet so leise so vor sich hin. Dann setzt sich ein junger Mann zu ihr und dann versteht er langsam, was sie sagt. Ich bin so vergesslich, sagt sie, ich bin so vergesslich. Und dann fängt er mit ihm zu reden. Ich vergesse wirklich alles, alles. Ich vergesse sogar die Jahre. Was für ein Jahr ist denn das jetzt? Dann sagt der junge Mann, das jetzt ist das Jahr 2020, aber wissen Sie was? Das können Sie auch getrost vergessen. So vielleicht fühlt es sich an. Ein Jahr zum Vergessen. Im Großen, im Persönlichen. Aber halt, dann kommt Einspruch. Von der einen Seite ruft ein Psalmbeter, Moment, gnädig und barmherzig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Und von der anderen Seite tönt's, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Was war das für ein Jahr? Mit allem, was wir jetzt mitbringen an Dank, mit allem, wo wir sagen, zum Vergessen, mit allem, wo wir Scherben sehen und sagen, könnten wir es nur wieder gut machen, mit aller Sorge, sind wir jetzt richtig und von guten Mächten wunderbar geborgen. Ach übrigens, mit Summen leise ist erlaubt und sonst kann man halt innerlich, aber das von Herzen, von guten Mächten, wunderbar geborgen. Wir beten miteinander und wer kann, bitte ich aufzustehen.
von guten Mächten wunderbar geborgen. Vater im Himmel, wie gut das zu hören. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Ja, und da steht vielleicht schon ein Fragezeichen. Empfinden wir ganz anders an diesem Abend. Jesus Christus, du bist da, du lebst, du bist auferstanden. Danke, dass du verstehst und uns so freundlich einlädst und anschaust, dass wir unseren Dank, dass wir unsere Sorge, dass wir unsere Scherben und unsere Schuld, dass wir alles jetzt zu dir bringen können, der du die Zeit in Händen hast. Herr, nimm auch dieser Jahre Last und wandle sie in Segen. Nun von dir selbst in Jesus Christi Mitte festgewiesen ist, führ uns dem Ziel entgegen. Wer ist hier, der vor dir besteht? Der Mensch, sein Tag, sein Werk vergeht. Nur du allein wirst bleiben. Nur Gottes Jahr wird für und für. Drum kehre jeden Tag zu dir, damit wir sicher schreiten. Und so sagen wir dir in der Stille, was uns heute besonders bewegt, für uns und unsere Lieben, für unsere Gemeinde und für unsere Welt. Gib uns sein Wort, das uns erreicht. Gib uns ein Licht, das uns den Horizont öffnet. Lass uns dich sehen vor allem anderen. Du bist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen. Ich darf Platz nehmen. Und wir spüren, was wäre es wert, einen Stern zu haben, auf den ich schauen kann. Und einen, der führt oder eine, die führt, wo ich weiß, er, sie sieht wirklich weiter. Ich kann ihm trauen. Stern, auf den ich schaue.
You'll never walk alone. Du wirst nicht alleine gehen. Weitergehen in unübersichtlicher Zeit. So das Thema der Predigt heute Abend. Unübersichtliche Zeit, aber echte. Vieles durchgeschüttelt und wir mit. Mehr Krise war seit dem Zweiten Weltkrieg schon lange nicht mehr. In den letzten Jahren die Bankenkrise bis heute nicht wirklich verkraftet, dann die Eurokrise, dann die Flüchtlingskrise, jetzt Corona-Krise, über allem mit zunehmender Dringlichkeit die Klimakrise. Was für eine unübersichtliche Zeit. Mehr Krise war lange nicht mehr. Das sagen zum Beispiel die Autobauer, der Stolz der deutschen Wirtschaft, das Rückgrat des Wohlstandes, die sagen, wir wissen nicht mehr, was wir bauen sollen. Ist es jetzt das E-Auto oder doch der moderne Diesel oder kommt dann am Ende noch der Wasserstoff? Was kommt morgen? Wir wissen es nicht. Mehr Krise war lange nicht mehr. Oder Sprung in ganz anderen Bereich, die großen Kirchen. Wir gehören dazu, auch da gilt es. Eine Studie vom letzten Jahr sagt, dass die Kirchen, nehmen wir die Frage, wie man so weit gucken kann, bis in 40 Jahren sich die Mitglieder halbieren. Das war 2019 und am Ende von 2020 erscheint das schon als eine viel, viel zu optimistische Prognose. Die großen Kirchen haben letztes Jahr 800.000 Mitglieder verloren, fast 1 Million. In diesem Jahr 2020 haben wir jetzt heute Abend 75 Mitglieder weniger, wenn wir Taufen, Eintritte und auf der anderen Seite die aus dem Leben gerufen wurden und Austritte nebeneinander halten. 75, das sind keine 25 Jahre, dann wäre es die Hälfte. In Nordrhein-Westfalen werden die nächsten Jahre etwa 1.800 von 6.000 Kirchen nicht mehr als Gottesdienststätten genutzt werden. Und so können wir weitermachen. Klar ist, die christentümliche, volkskirchliche Zeit geht zu Ende und kommt nicht wieder. Mehr Krise war lange nicht mehr. Und dann können wir denken, ja gut, denken da manche dann, aber was ist mit den stillen Frommen im Lande? Der Pietismus zerfasert sich, es ist eine Fülle von Vorstellungen und Frömmigkeitsformen nebeneinander und es wird immer komplizierter und viele wünschen sich eine Zeit zurück, wo da so starke Männer waren in der Synode, aber auch im frommen Württemberg gilt, die gute alte Zeit kommt nicht wieder. Mehr Krise war selten. Ach übrigens wollte ich euch sagen, ich bin nicht depressiv gestimmt heute Abend. Aber ich glaube, dass das was mit uns macht. Denn auch wenn es uns nicht immer so vor Augen ist, wie wenn ich das kurz aufzähle, unsere Seele weiß es und auf der lastet es. Auf der Seele unserer Gesellschaft, unserer Gemeinden und von uns ganz persönlich. Mit welcher Haltung können wir eigentlich weitergehen und weiter glauben in dieser verrückten, krisenhaften Zeit? Ich bin überzeugt, dass wir 4 neue Haltungen brauchen oder alte, die wir neu entdecken. Und da bin ich so überzeugt, dass ich jetzt mal ganz frech sage, sogar das Stichwort müssen ist da das Richtige. Die erste, ich glaube, wir müssen lernen, realistischer zu werden. Wir lieben es, wenn alles so bleibt, wie es ist, beständig, also zumindest, wenn es uns gut geht. Ich wurde so erzogen. Es geht immer so weiter und wenn es anders wird, hat irgendjemand einen Fehler gemacht. Quatsch. Das Leben ist ständige Veränderung. In einem sehr weisen Aufsatz fand ich den Satz, die Zukunft war immer instabil, unsicher, komplex und mehrdeutig. Immer. Sie gestalten kann nur wer sich überraschen lässt. Es steht hier einfach nichts fest. Es ist in dieser Welt nichts wirklich sicher. Und das kann ich jetzt bedrohlich finden oder ich kann mich herausfordern lassen, wörtlich herausfordern lassen, mich einzulassen, loszugehen. Ja, die Zukunft wird Krisen bringen. Das nächste Jahr wird kein Spaziergang, so sieht man schon jetzt. Aber es wird auch Gutes geben und die Menschheit wird auch Wege finden und Gutes erfinden, von dem wir heute noch keine Ahnung haben. Wir müssen lernen, auf diesem Weg, das ist das Zweite, mit Zwischenlösungen zu leben. Corona lehrt uns das gerade. Und es wird lange gehen, bis die Pandemie bewältigt ist, wenn uns das überhaupt gelingen wird.
Wir werden lange in einem unvollkommenen Alltag improvisieren müssen. Immer neue Zwischenlösungen werden vermutlich das neue Normal werden in unserem Leben. Wisst ihr, ich überlege manchmal, wie es so einem Israeliten in 40 Jahren Wüstenwanderung wohl gegangen ist. 40 Jahre, das ist damals ein ganzes Leben. Immer nur im Improvisierenden unterwegs oder dann 70 Jahre in Exil, in Gefangenschaft in Babylon. Die wussten ja noch nicht, wie es ausgeht. Zwischenlösungen ohne Ende. Und manchmal schafft gerade Gott da neue Wege, die viel weiter reichen. Aber das ist nicht leicht. Und deshalb brauchen wir als Drittes, nach meiner Überzeugung, wir müssen lernen, das Unvollkommene auszuhalten. Die Krise macht kritisch. Kritik ist ein typischer Wegbegleiter in unübersichtlichen, schwierigen Zeiten. Ja, und es gibt nicht nur Wutbürger, es gibt auch Wutchristen. Und auch in Gemeinden steigt der Wutpegel unübersehbar. So kann sich so eine tiefe Verunsicherung ausdrücken. Aber ich glaube nicht, dass uns das weiterbringt. Ich glaube, was wir brauchen, ist Warten statt Wut. Geduld statt Groll. Und dann könnten wir Gottes Reich in diesem Durcheinander entdecken. Und dann könnten wir anfangen, dieser Welt, die so durchgerüttelt ist, zu dienen. Und zwar mitten von all dem, was wir so schnell nicht ändern können. Was hat das mit der Predigt zu tun, fragst du dich jetzt vielleicht. Wann kommt jetzt Jesus und die Bibel? Kurz gesagt, wir sind schon mittendrin. Denn schaut, was wir glauben, das zeigt sich an dem, was wir leben und wie wir leben. Und ganz besonders in krisenhaften Zeiten. Joshua Wong in Hongkong ist das Gesicht der Demokratiebewegung. Jetzt, wo China dieses Hongkong in die Krallen benimmt und alles, was an Freiheit ist und anders ist, rausdrückt, und zwar mit Gewalt, ist das ein junger Mann, 24 Jahre alt. Schon dreimal im Gefängnis, jetzt im Dezember wieder verurteilt, 13,5 Monate in einem chinesischen Gefängnis als verhasster Staatsfeind. Er ist bekennender Christ. Und er liest die Bibel und das tröstet ihn. Sätze, die wir so nicht lesen wollen. Zum Beispiel sagt er, Römer 8 tröstet mich, wenn da steht, ich danke Gott auch für die Leiden, die ich erleide um meines Glaubens willen. Weil da Glaube und Hoffnung am Ende wachsen. Und er ist überzeugt, dass Gott ihn in dieses Leben geschickt hat, so wie jeden und jede von uns, mit einer Berufung. Und er sagt es so, ich sollte mehr tun, als den Namen Gottes zu loben und die Bibel zu lesen. Er wollte, dass ich aktiv werde. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass Gott nicht will, dass wir uns zurückziehen und sagen, ach, bei uns geht es doch noch ganz gut und wir haben unseren Glauben, wir sind getröstet, sondern dass wir aktiv werden für eine geschundene Welt. Was unsere Hoffnung ist, unser Halt, unser Stern, unser Mittelpunkt, das zeigt sich, was wir leben und wie wir leben in der Krise. You'll never walk alone. Wir gehen gelassen und wir gehen zuversichtlich und dienend engagiert in übers unübersichtlicher Zeit weiter. Ist das so? Oder ist es vielleicht auch eher nicht so? Ja, und dann, was dann? Wie kann ich dazu kommen? Ich glaube, das ist die vierte Haltung, um die es mir geht. Ich glaube, wir müssen wieder neu auf Gottes Wort hören. Das bedeutet nicht unbedingt bei jedem, dass er mehr Predigten braucht, sondern ich glaube, es geht darum, dass wir wieder anfangen, dieses Wort beim Wort zu nehmen. Und vertrauend leben, was wir lange schon wissen, es wirklich zu leben. Und inwendig nachbuchstabieren und uns darauf verlassen, was wir auswendig vielleicht schon Jahrzehnte sagen können. Beispielsweise diese wunderbaren Worte des Psalms 23. Von Psalm 23, die uns in der zweiten Teil der Predigt dann leiten werden. Und ich lade euch ein, dass wir diesen Psalm jetzt miteinander beten und bitte euch, dass wir dazu aufstehen, wer kann. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Amen. Dürft euch setzen. You'll never walk alone. Das könnten die Worte des Beters dieses berühmtesten Liedes der Bibel sein. Das Lied vom guten Hirten. Und da zieht David dankbar Bilanz im Blick nach hinten und er schaut zuversichtlich nach vorn. Mein Hirte ist der Herr, kein anderer, er allein. Er sorgt für mich, sodass ich sagen kann, ja, trotz allem sagen kann, mir wird nichts mangeln. Er ist es, der meine Lebensgeschichte schreibt. Grüne Auen, frisches Wasser, ein guter Weg, auch in steinigem Gelände, ja, und sogar im finsteren Tal in der Schlucht ist er bei mir, ganz nah, ganz stark. So schaut David zurück, dankbar und zuversichtlich nach vorn. Mein Hirte bleibt der Herr und ich bleibe in seinem Haus. Psalm 23 ist eine Einladung, ist sogar eine Anleitung, immer wieder Bilanz zu ziehen im Leben. Ja, und wann, wenn nicht an einem 31. Dezember? Zurückschauen und in diesem Jahr, wo wir vielleicht emotional erst einmal zum Vergessen finden, die Spuren und die Geschenke des guten Hirten suchen. Zurückschauen und danken. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt einfach uns eine Minute, zwei Minuten Zeit nehmen. Anfang, das kann nur ein Anfang sein. Und du machst dann, sie machen dann heute Nacht noch oder morgen mal weiter, die guten Spuren suchen. Aber wir fangen jetzt einmal an. Mein Dank 2020. Was fällt mir ein und was möchte ich meinem Gott sagen? Danke für alles, was du so gut gemacht hast. Wir loben dich, deinen Namen. Amen. Und ein paar Böller hat dann doch noch einer gefunden. Ja. Komm und lobe den Herrn. Es heißt bei uns jetzt nicht wirklich, es ist nicht ein neuer Tag und ein neuer Morgen, aber es ist ein neues Jahr und ein neuer Anfang. Komm und lobe den Herrn. Oh.
Wie gesagt, Psalm 23 ist eine Anleitung, Bilanz zu ziehen. Dann und wann. Zurückzuschauen und dann zuversichtlich nach vorn zu blicken. Sich wieder auszurichten auf die Ziele, die bleiben und die sich lohnen in dieser Zeit, die es wert sind. Und dann zu sagen, mein Hirte ist der Herr. Nicht die Krise, nicht Corona, nicht die Enttäuschung und nicht die Wut soll die Regie in meinem Leben haben. Mein Hirte ist der Herr. Und kaum eine Linie in der Bibel ist so stark. Viel später wird Jesus von sich sagen, ich bin der gute Hirte und ihr seid meine Schafe, wenn ihr mir vertraut. Und ich lasse mein Leben für euch. Und niemand kann euch aus meiner Hand reißen, denn ich bin bei euch jeden Tag und zwar bis zum Ende der Welt. Ja, und jetzt könnte hier eigentlich schon das Amen kommen, oder? Was scheinbar so ist, sicher ist in der Kirche. Aber es kommt wieder Widerspruch, ganz deutlich von der Seite. Moment mal, mir wird nichts mangeln. Hey, schön wär's. Aber in dieser Zeit, mir mangelt so viel. Sagt mein Freund zum Beispiel, der seit dem 23. alleine in der Klinik ist und jetzt über den Jahreswechsel auch. Und kein einziger Mensch durfte ihn besuchen in dieser Corona-Zeit. Mir mangelt so viel, haben unsere Alten gesagt im Pflegeheim, als sie in Quarantäne waren, wirklich eingekastelt in ihren Zimmern und mit der Sorge, wen trifft es nun? Mir mangelt so viel, das sagte mir mein Cousin neulich, im Februar arbeitslos geworden, super Job, dann seine Frau arbeitslos, das ganze Jahr über und auf einmal fängst du an, ganz andere Fragen zu stellen. Mir mangelt so viel, sagt die Frau, deren Mann auf der Intensivstation lag und nicht überlebte. Oder mein Onkel gestern, als wir meine Patentante zu Grabe getragen haben. Und was für ein Elend, wenn man dann nicht mal 2-3 Stunden noch beieinander bleiben und sich trösten kann, sondern sich unsicher und so einsam am Ende verabschieden muss, direkt an einem Grab. Mir mangelt viel, sagen Brautpaare, deren großer Tag so klein ausfiel. Also was ist jetzt mit Psalm 23? Ist das so, ist das ein Psalm, ein Lied für gute Tage, wenn wir trunken vor Glück sind, besoffen vor Glück und dann, wenn wir wieder nüchtern werden, ernüchtert durch den Mangel, durch die Schwierigkeiten, die Krise, wie das auch heißen mag in unserem Leben, dass wir auf einmal merken, entweder ich bin halt oben, dann ist mein Psalm oder naja. Vielleicht ist es aber auch so, dass beides zusammengehört, wisst ihr? Ein Mensch betet sein Leben und entdeckt bei diesem Beten sein Leben noch einmal anders. Ja, da war Wandern im finstern Tal, ja, da war Leben mit Konflikten und Auseinandersetzungen und da war auch Leben mit Mängeln, ja, aber es war auch grüne Au, frisches Wasser, gedeckter Tisch, kein Mangel weit und breit, auch das. Also ein menschliches Leben, ein wirkliches Leben, ein echtes Leben. Und nur so können wir doch diesem Psalm mitbeten. Kein Schlaraffenland leben, wer hat das denn? Aber was ist dann das Neue, das Unterscheidende? Lass uns zuerst wieder in die Bibel schauen und einfach mal diesem Wort Mangel nachgehen in der Bibel. Und wisst ihr, wenn wir dem nachgehen durch die Bibel, dann entdecken wir auf einmal ganz viele Menschen, die hatten Mangel. Die hatten derbe Schwierigkeiten. Und dann haben sie entdeckt, und zwar dann, wenn es ganz dunkel war, gerade da ist er bei mir. Und bleibt er da. Das ist zum Beispiel das Volk Israel. 40 Jahre Wüste, ich komme nochmal drauf zurück, unvorstellbar. Was haben sie da erlebt in diesem Wandern? Durst, Hunger, Streit, Krieg sogar, Hoffnungslosigkeit. Aber im Rückblick müssen Sie selbst auf diese Zeit sagen, der Herr, der gute Hirte, hat dein Wandern auf sein Herz genommen. 40 Jahre lang ist der Herr, dein Gott, bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt. Das ist ein Wort für unsere Krisen- und Wüstenzeit. Du ganz persönlich, du Kirchengemeinde Laichingen, der Herr, der gute Hirte, nimmt dein Wandern durch diese verrückte Zeit auf sein Herz. Das vergangene und das kommende Jahr auf sein Herz.
Es ist nicht das Schlaraffenland. Damals nicht, heute nicht. Aber so wie die Israeliten immer wieder ahnten und dann weitergingen, stolperten und erlebten, you'll never walk alone, so sollen und dürfen wir es tun. Der Glaube sagt, der Herr ist mein Hirte. Es mag gut gehen oder schwer werden, aber er ist mein Hirte und das heißt, ich werde nicht zu kurz kommen. Nein, ich werde bestimmt nicht zu kurz kommen und ich werde durchkommen. Er wird mich durchbringen. Luther sagt es so, gerade im finstern Tal, schau nicht auf das, was du siehst, denn sonst wirst du zum Narren. Und hör nicht auf das, was du fühlst, denn sonst geht der Zweifel nie weg. Dann höre, schaue, glaube, mein Herr ist der Hirte. Kein Mangel, nicht allein im finstern Tal, den Gegnern an der Pandemie nicht ausgeliefert. Und wenn es dieses kommende Jahr vielleicht viel abverlangt, wer weiß es, oder manches nimmt, dann denk dran, er ist für dich da, er ist in Rufnähe. Er, bei dem es keinen Mangel gibt. Er ist da im finstern Tal der wirtschaftlichen Sorge, in den Abgründen von Corona-Zahlen. Er ist da in den tiefen Tälern größter Einsamkeit. Er ist da in den Schluchten dieser Sorge, wie soll es denn weitergehen? Unsere Seele kennt das Tal der Todesschatten und der Krisen. Jetzt soll sie auch den kennenlernen, immer mehr, der da mitgeht und der da stark ist. Das Tal ist immer noch finster. Das ist nicht lustig, was da ist. Aber ich bin nicht allein. Genau diesen Ton nimmt übrigens dieses Lied auf, You'll Never Walk Alone, dieses Lied, das die Vereinshymne wurde in Dortmund und in Liverpool. You'll Never Walk Alone. Es ist Sturm, es ist finster, aber du bist nicht allein. Der FC Liverpool trägt dieses Lied übrigens in seinem Wappen seit 1998, als da an einem Abend in Sheffield 98 Red Fans, Fans von Liverpool, ums Leben kamen in einer fürchterlichen Katastrophe. Dieses Lied ist kein Gutwettersong. Und zum Schluss, ihr Lieben, zum Schluss gibt es bei Psalm 23 noch was obendrauf, was Gutes obendrauf. Während wir noch denken, wir würden vom Unglück verfolgt, sagt der Glaube, dass uns Gutes an den Fersen klebt. Ja, Gutes und Barmherzigkeit verfolgen den, der sich diesem Herrn anvertraut und sich von ihm führen lässt. Und zwar so lange, bis er sagen kann, mir wird nichts mangeln. Dass mir Gutes im Nacken sitzt, das entdecke ich auf diesem Weg und das braucht Zeit. Und dieses Gute tut uns der Herr um seines Namens willen. Das heißt, er setzt seine ganze Ehre rein und sagt, ich bin verlässlich. Wir kennen den Namen dieses Hirten. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und der Glaube sagt, dieser gute Hirte ist mein Hirte. Ich werde nicht zu kurz kommen. Ich werde nicht allein sein. Ich werde Gutes erleben und ich werde meinen Teil, meine Portion vom Schweren abbekommen. Aber ich werde nicht allein sein. Mein Hirte ist der Herr. Und deshalb singe ich mit. Und zwar nicht nur im Stadion. Und nicht nur in der Kirche. You'll never walk alone. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Amen. Christus, Christus.
Wir beten weiter. Danke, dass du dieser Hirte bist, der bei uns bleibt und der denen, die sich ihm anvertrauen, einen Weg öffnet. Und wir dann sagen können, mir wird nichts mangeln. Danke, dass wir dafür nicht fertig sein müssen, sondern mit allen Fragen und Zweifeln kommen und sagen, jetzt gehe ich mit. Dir will ich trauen, du. Und nichts anderes soll die Regie haben in meinem Leben. Danke, dass es so ein richtig gutes, gesegnetes Jahr werden kann. Und wir Menschen, die gesegnet sind, aber auch Menschen, die sich senden lassen und ein Glücksfall und ein Segen werden für diese Welt, weil wir nicht unter uns und bei uns bleiben und sagen, Gott sei Dank ist nicht so schlimm wie bei den anderen. Danke, dass du uns rufst und segnest und sendest, der du allein der Ewige heißt und Anfang, Ziel und Mitte weißt im Fluge unserer Zeiten. Bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten. Und so erbarm du dich über alle, die einsam sind, über alle Kranken, Sterbenden, Trauernden, über alle, die nicht mehr außen ein wissen, die in wirtschaftlicher Sorge sind. Erbarm du dich da, wo Ratlosigkeit ist und man sollte führen, wo man nicht durchblickt und man sollte Antworten haben. Erbarm dich über die Ungeduldigen und zeig du uns, wo du dich erbarmen willst durch uns. Erbarm dich über unsere Welt. Wir bitten dich um Frieden. Wir bitten dich um Politiker und gesellschaftlich Verantwortliche, die den Frieden suchen und die Mitte stärken. Wir bitten dich für unsere verfolgten Brüder und Schwestern. Wir bitten dich für die Hungernden der Welt und zeige uns, wo du sie durch uns segnen willst. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Einmal dürft ihr euch noch setzen. Danke allen, die im Vordergrund oder Hintergrund mitgeholfen haben, dass wir so miteinander feiern konnten an der Schwelle ins neue Jahr. Die Kollekte heute ist für die eigene Kirchengemeinde bestimmt. Wir brauchen es echt. Und ich danke einfach allen, die in diesem Jahr mit ihren Spenden im Gottesdienst oder Überweisungen uns auch da die Treue gehalten haben. Die beiden kommenden Sonntage, am 3. und am 10. feiern wir hier Gottesdienst um 10 Uhr. Morgen früh ist hier keine Andacht, findet kein Gottesdienst statt. Und am 6. am Epiphaniasfest gibt es nachmittags 14.30 Uhr hier einen Missionsgottesdienst mit den Berichten und Infos von unseren Missionaren und unseren Mitarbeitenden in Entwicklungshilfe und so weiter in der Welt. Großer Gott, wir loben dich. So, lasst uns weitergehen.
So wünsche ich euch alle noch einen richtig schönen Abend. So nach dem Motto, bleibt negativ und denkt positiv. Und wenn ihr dann zu viert beieinander sitzt vielleicht, dann jammert nicht, sondern denkt dran, Dinner for One, die feiern schon seit Jahrzehnten immer Corona-konform. 2 Leute, ein Haushalt. Aber jetzt Spaß beiseite, ja. Ein guter Abend, einen fröhlichen Abend. Und dann wünsche ich euch, dass ihr getrost und mit dieser Zuversicht ins neue Jahr gehen könnt. Dass ihr euch diesem Herrn anvertraut, der euch nichts mangeln lässt. Und der die seinen Weg gehen, segnen wird. Und euch senden wird in eine Welt, die so sehr auf Menschen wartet, die lieben und dienen. Lasst euch segnen. Lasst euch senden für diesen Weg. Und so segne dich der allmächtige und barmherzige Gott. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Hüt euch Gott.